So, Freunde, willkommen zurück. Auf dem Weg zurück nach Hause habe ich diesen Rampage gesehen. Das ist tatsächlich hier an dem Ort, wo wir auch schon oft vorbeigefahren sind. Direkt gegenüber ist auch unser Versteck. Also haben wir schon einige Mal diesen Ort gesehen. Halt, wenn man hier auf den Platz rauf fährt, ist halt hier dieses Rampage. Und mal gucken, was das von uns abverlangt. Molotow-Cocktails, 15 Gangmitglieder, alles klar. Ist ziemlich anstrengend, aber es klappt irgendwie. So noch, oh, es hat 4 Sterne, das ist ein bisschen viel, aber gut, das überlebe ich, glaube ich, noch. So, 1000 Dollar, Dankeschön. Da muss ich jetzt nochmal meine Batterien aufladen. Guck, da ist das Versteck, oder? Ja, müsste das sein. Dann müssen wir Molotow-Cocktails bekommen haben. Ja, 2 Stück, warum auch nicht? Das heißt, wir laden uns jetzt nochmal auf, speichern das auch direkt ab. Oh, das ist alles Max mittlerweile. Heißt, man kann nur 8 Granaten halten. Ziemlich wenig dafür, dass. Ja, kaum Schaden machen. Also irgendwie so gezielten Schaden machen. Aber gut. Dann fahren wir jetzt gemeinsam zu Asuka. So das, was ihr sehen wollt, mich im Straßenverkehr. Von daher ist so alles super. Ja, heute übrigens, ich habe noch nicht erzählt, was ich heute mache, heute ist Freitag. Das Sprechen über Geometrie 3 gestern hat sehr geholfen, also wirklich. Ich habe jetzt wirklich ein sehr viel besseres, auf jeden Fall erstmal bildlicheres Verständnis, wie dieses ganze Schneiden und Kleben funktioniert. Aber halt auch einfach so von der Mathematik auch einfach jetzt ein bisschen mehr verstanden. Noch nicht alles, aber das ist okay. Ja. War einfach schon mal sehr erfolgreich. Nächste Woche sprechen wir weiter. Das finde ich echt. Hat echt sehr geholfen. Genau, und jetzt habe ich gleich, nein, du hast gleich etwas weniger als 3 Stunden, das ist gerade 9:23 Uhr. Mein Tutorium, freue ich mich drauf, und danach Pizza machen. Pizza selbst machen, freue ich mich drauf, wird lecker. Aber jetzt erstmal gucken, was Asuka von uns verlangt. Vielleicht möchte sie jetzt endlich mal. Vielleicht lässt Mike jetzt endlich mal die Belohnung zu. Das wäre ja mal was. Scorned Lover. Lover, Baby. Lover. Lover. Ich muss das Wäsche aufhängen übrigens. Mike schon. Du würdest nicht zögern, meine weiblichen Vorteile zu nutzen, würde oder nicht? Well, das ist genau das, was du jetzt tun hast. Rock, dieser Movie-Star did to me. Ah, und ich nehme keine Abweisung wahr. Ich möchte ihn tot sehen. Für gewöhnlich haben große Filmstars auch große Bodyguards um sie herum. Das wird einiges kosten. Und ich brauche immer noch die Informationen über meinen Partner und diesen Barkeeper, die gestorben sind. Meine Agenten arbeiten dran. Da kannst du dich sicher sein. Aber eine Sache mehr. Bring mir deine Alligatorschuhe zurück. Das ist ein Memento, um mich an ihn zu erinnern. Okay. Töten und Schuhe bringen.
I'll be dead before. Ich werde auf jeden Fall mal keine Granaten nutzen. So ein AK wäre etwas Nettes. Ach. Scheint, dass wir in der Mitte, mitten einer Shooting-Szene sind. Warum tust du das zu mir, Johnny? Du weißt doch, dass ich dich liebe. Liebe ist hart, Mary. Das ist, warum ich dich jetzt fertig mache. Was? Verdammt, ich habe vergessen, die erste küssen. Okay. Ah, die lebt noch, okay. Cut, cut, fantastisch, wir haben alles auf Film. Kid, du bist amazing. All diese... Was? Machst du dich zu einem Star? Meine Waffenmaschine ist fertig, egal. Was? Genieß deine Freiheit von Azuka Biff. Kann ich das einfach abhauen? Muss einsteigen. Mann, steig da ein! Die Leute muss es auf jeden Fall nicht töten, das ist nett. Einfach hier rein. Aber bitte da weggehen, du Kopf. Freund und Helfer auf jeden Fall. Na, ich wäre auch dankbar darum, dankbar drüber, wenn die Polizei sich um solche Verbrecher kümmert. Von daher, gute Leute. Ah, Zuka ist auch direkt da, sehr schön. Dann bringen wir ihr die Schuhe. Und sie kriegt hoffentlich nicht heraus, dass wir den Typen am Leben gelassen haben. Aber seine ganzen Bodyguards tot sind, das sollte als Beweis reichen. Hier hast du deine Schuhe, Frau. Ah, Kchan, you're amazing. Weißt du? Zeig mir die Schuhe. Ah, wunderschön. Komm zu meinem Trophäenschrank. In meinem Schlafzimmer. Lieber nichts. Was mich mehr interessiert, ob du Informationen über die Identität des Assassinen hast. Du enttäuschst mich, Kshan. Aber keine Sorge. Der Assassine, für den du schaust, ist der gleiche, der auch Vinny ermordet hat. Ich werde mich nun um seine Lokalisation kümmern. Soweit ich weiß, weißt auch du. Mission passed. Ein fishy problem, okay. Wieder ein Voyeur. Oder zum ersten Mal ein Voyeur. Sumi Sushi. Heißt du servieren? Würde ich jetzt einfach mal so vermuten. Schöne Schlafzimmer übrigens. Und schöne Folterbank da hinten. Mike Clan, riechst du das? Das ist der Geruch. Das ist der Geruch verrotteten Blowfish. Ich kenne eigentlich nur Pufferfisch für Kugelfisch, ob jetzt ist Blowfish oder was anderes. Den jemand in mein Sushi-Restaurant geliefert hat. Ich möchte, dass du dich um diesen Typen kümmerst und ihn hierher bringst. Mach Sorge dafür, dass du seinen Truck mit all den Beweisen herbringst.
Ich kann es gegen die Fishermen's Vereinigung anwenden. Sei schnell dabei. Ich kann mich nicht um Anwälte kümmern. Was tue ich mit dem unschuldigen Fahrer? Bei allen Dingen. Tu dein Bestes. Dich zu entschuldigen und ich werde das kompensieren. Ich werde diesen Ärger kompensieren. Er hat noch viel mehr gelesen. Ich dachte, er liest nicht mehr so viel. Tut mir leid. Hä? Drei Punkte? Drei LKW und nur einer ist richtig? Der dritte ist richtig? Okay. Guck noch mal kurz. Pull over Lucas Delivery Trucks. Und kümmere dich um den, der schlechten Kugelfisch verbreitet. Okay, jetzt einer von denen ist Traitor. Was stand da gerade? Kamera? Was ist Kamera? Ah, okay. Okay, jetzt einer von denen ist Traitor und ich vermute mal der dritte ist Traitor. Aber mal gucken. Entweder ist ein fester Traitor oder der dritte ist Traitor. Ich hoffe ein fester. Mal sagen wir, wenn der dritte Traitor ist, dann werden wir das nie herausfinden. Was verletzt du meinen Truck, du Arsch? Ich kümmere mich um deinen. Ich check deinen Truck. Ah, du hast meine Jacke gebrochen und du Punk. Das ist der falsche, ne? Ja, okay. Warum fahre ich jetzt mit dem LKW? Warum tue ich das? Das Einzige, was ich damit riskiere, ist einfach langsamer zu fahren und zwar jetzt den anderen LKW umzukippen. Aber gut. Wird schon nicht passieren. Da ist der nächste, sehr gut. Verrückt oder was? Easy, ich will nur gucken, ob dein Fisch okay ist. Der hat auch einen Baseballschläger. Verdächtig. Und ich bin gleich tot, übrigens. Mann, hallo! Oh, gib mir einfach. Mann, du Arsch! Okay, noch ein Verdächtiger. Gib mir mal ein bisschen Energie, dankeschön.
Okay, wir haben eigentlich noch genug Zeit und Luffy kommt auch gar nicht mehr. Wir sind ja schon fast ganz im Norden. Oh nein, nicht Polizei, Anram. Ich habe einen sehr engen Zeitplan. Calm down, ich will nur gucken. King Courtney macht immer seine alten Tricks. Wundert mich nicht. Warum ist denn jetzt der Wagen kaputt? Oh, ey. Okay, das war meine Schuld. Ja, aber was soll denn das? Nein. Okay, keine Lust mehr. Blöder Kugelfisch. Ist doch eh giftig, soll man nicht essen, Frau. Hat man dir nichts beigebracht. Hideout-Items. Also klar, die wollte den Wagen haben, weiß ich, aber ich... Warum hat die Schrotflinte den Wagen kaputt gemacht? Naja, vielen Dank fürs dabei sein. Ne, ist noch nicht meine letzte Folge. Ist noch... ich nehme noch ein bisschen auf. Ich versuche gleich nochmal, ich fahre mit euch nochmal zu Asuka. Dann kann ich nochmal die Folge noch ein bisschen füllen. Und ja, dann werde ich gleich in der Zwischenzeit meine Wäsche aufhängen, genau. Und dann denke ich mal bei der Mission in der nächsten Folge dann direkt. Nach Norden fahren, dann hoffen, dass es der richtige ist, weil da kann ich auch direkt herausfinden, ob wie das Spiel jetzt das reguliert hat. Ob es immer der letzte ist oder ob es halt immer der gleiche ist. So. Ich kann auch ruhig auf die Leute ballern, das ist auch kein Problem, nur halt sollte der Wagen dann halt nicht im Hintergrund sein. Sonst ist natürlich dann alles okay. So, kann ich auch nochmal die Mission starten schon mal. So, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!